zu wissen, was passiert ist und warum. Die Aussage, ja, falscher Zeitpunkt, falscher Ort, ist die einzige Erklärung. Aber was ist passiert? Wie sind sie gestorben? Wer ist dafür verantwortlich? Das beschäftigt einen ja immer. Das zerfrisst einen, das macht einen kaputt. Seine engeren Mitarbeiter nennen ihn respektvoll Don. Wolfgang Sielaff, Vizepräsident der Hamburger Polizei. Er organisierte vor 20 Jahren den Kampf gegen die organisierte Kriminalität in der Stadt. Unter seiner Regie wurden Drogenringe gesprengt, Zuhälterbanden zerschlagen, Waffenschmuggler enttarnt. Heute ging der Don mit 60 Jahren in den Ruhestand. Abschied eines Ausnahmepolizisten. So im Mittelpunkt zu stehen, das war Wolfgang Sielaff heute Mittag wieder einmal eher unangenehm. In 42 Dienstjahren hat er die Hamburger Polizei wesentlich mitgeprägt. Als Kripo-Leiter und zuletzt als Polizeivizepräsident immer eher im Hintergrund. Wolfgang Sielaff hat beruflich viel erreicht. Doch der Fall seines Lebens bleibt ungelöst. Der Fall seiner verschwundenen Schwester. Er beantragt Akteneinsicht und stellt fest, dass die Lüneburger Kollegen seit Jahren praktisch nichts mehr unternommen haben. Die erste Ermittlungsgruppe löst sich nach Wichmanns Selbstmord 1993 auf. Die Asservate werden vernichtet. Zwar unternimmt ein anderes Team ein Jahr später noch einmal neue Ermittlungen in dem vermissten Fall, aber die Beamten kommen verblüffenderweise zu dem Schluss, dass gegen Harald Meyer mehr Verdachtsmomente vorliegen als gegen Wichmann. Dann wird die Akte wieder geschlossen. Der Fall kommt routinemäßig auf Wiedervorlage und wird ebenso routinemäßig wieder beiseite gelegt. 2002 wird Wolfgang Sielaff pensioniert. Dann habe ich da 3 Tage gesessen und die Akten gelesen. Und natürlich hat man schon gehört, oh, was will der Sielaff denn da? Worum geht's denn da? Will er uns eventuell hier irgendwie Böses tun? Nee, habe ich gesagt, ich will das nur lesen und möchte mich dann anschließend, wenn ich dort das Bild gewonnen habe und weiß, was da im Einzelnen gelaufen ist, dann möchte ich mit den Ermittlern sprechen und mich austauschen. Aber das Gespräch hatte eigentlich im Grunde genommen gleich von vornherein diesen Charakter, dass ich merkte, ich stoße da auf eine Mauer, die ich nicht durchdringen kann. Also die ganze Körpersprache war eher auf Ablehnung und also nicht etwa hier auf Aufgeschlossenheit, Kooperation, Neugier wäre auch vielleicht nochmal ganz wichtig. Was hast du denn da alles, was wir vielleicht nicht oder wo wir sonst hier an Karren fahren, könnte man ja so offen drüber reden, so wie ich das jetzt hier tue. Das war aber nicht der Fall. Es war eher so ein eisiges Schweigen. Unzählige Ermittler sind an dem Fall schon gescheitert. Für Wolfgang Sielaff eine endlose Odyssee. Er holt sich Rat bei einem Weggefährten. Beide kennen sich seit rund 20 Jahren. Der Mann, den er ins Vertrauen zieht, ist ebenfalls ein sehr erfahrener und versierter Kriminalist. Reinhard Zedor. Zu diesem Zeitpunkt amtierender LKA-Chef in Hamburg. Als Wolfgang pensioniert war und mich dann 2003 angesprochen hatte, ich muss mal mit dir reden, persönlich so, und mir dann das nochmal schilderte. So, also, dann habe ich mich natürlich irgendwie auch geehrt gefühlt. Kommt auf mich zu und sagt, Mensch, ne? So, und daraus ist ja dann so die Keimzelle für unsere Gruppe geworden. Also sind ja unterschiedliche Charaktere. Ich platze dann auch schon mal raus und sage so, Ende hier. Und nein, lass uns nochmal und wir fangen nochmal von vorne an. Ja, das ist ja wichtig, dass man so verschiedene Intentionen dann in so eine Gruppe reinbringt. Es ist die Geburtsstunde des Kernteams, wie sie sich nennen. Wolfgang Sielaff stellt eine hochkarätig besetzte Ermittlergruppe zusammen. Sie helfen, weil sie das Schicksal seiner Familie berührt.
Das Kernteam studiert zunächst die Ermittlungsakten. Jeder bewertet den Fall aus seiner Sicht. Klaus Püschel hat als Rechtsmediziner schon an der Klärung hunderter Morde mitgewirkt. Gerhard Strate ist ein renommierter Strafverteidiger. Er vertritt auch Angehörige der Görde-Opfer und hat umfassend Akteneinsicht. Das Kernteam diskutiert das Problem, dass gegen Tote nicht ermittelt werden darf. Martin Köhnke war mal Chef der Hamburger Staatsanwaltschaft. Er hält die Entscheidung der Lüneburger Kollegen für falsch. Das Problem gegen Tote darf nicht ermittelt werden, bezieht sich immer nur auf die Person des Verstorbenen, nicht auf das Verfahren. Und wir haben am Beispiel der Schwester von Wolfgang Sielaff durchaus ja die Erkenntnis, dass es weitere Beschuldigte gab zu dem Zeitpunkt des Todes von Kurt Werner Wichmann und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Tatbeteiligte, Beihelfer oder Nachtathelfer gibt. Das heißt also, diese Ermittlungen hätten weitergeführt werden müssen, von Anfang an weitergeführt werden müssen. Sie sind zwar alle versierte Kriminalisten, aber im Fall Birgit Meier haben sie keine polizeilichen Befugnisse. Deshalb geht es zunächst um die Frage, ob sie überhaupt ermitteln dürfen. Man darf natürlich nicht, wenn die Kompetenzen zur Ermittlung wieder zum Zuge kommen, also jetzt bei der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft in Lüneburg, man darf natürlich die Ermittlungen, die dann von dort aus passieren, nicht stören. Das ist völlig klar. Aber als wir ermittelt haben, gab es gar keine Ermittlungen. Wir haben niemanden gestört. Gestört fühlten sich allenfalls einige, die meinten, die Sache sei doch schon längst erledigt. Für das Kernteam ist das Haus von Kurt Werner Wichmann von besonderem Interesse. Wichmanns Witwe Alice ist inzwischen verstorben. Wolfgang Sielaff nimmt Kontakt zu den neuen Besitzern des Hauses auf. Er bekommt die Erlaubnis, sich auf dem Grundstück umzusehen. Wichmann hatte in seinem Abschiedsbrief versteckte Botschaften an seinen Bruder hinterlassen. Zum Beispiel Hinweise auf eine bestimmte Stelle an der Dachrinne und auf ein Tulpenbäumchen. Waren hier Waffen oder andere Beweise versteckt? Alles ungeklärt. Die Lüneburger Polizei hat sich dafür nach Wichmanns Selbstmord nicht mehr interessiert. Wolfgang Sielaff hofft dennoch, 20 Jahre nach dem Suizid hier noch Spuren zu finden. Also mir ging es richtig um Herrn Sielaff, weil er mir einfach leid tat. Also diese Sache nicht aufklären zu können oder nicht weitermachen zu können. Und das hätte ich nie mit meinem Gewissen vereinbaren können. Es gibt einige Stellen auf dem Grundstück, die das Kernteam genauer untersuchen möchte. Wolfgang Sielaff sucht in der Akte Fotos von der Stelle, an der Kurt Werner Wichmann den roten Sportwagen eingegraben hatte. Er steckte tief im Hang des Grundstücks. Hier sieht man aber auch diese ganze Dimension, ne? Die Überlegung des Kernteams, wenn Wichmann schon den halben Hang aufgegraben hat, um ein Auto zu verstecken, liegt hier vielleicht noch mehr. Wir stehen jetzt hier vor diesem Hang, in den das Fahrzeug hineingeschoben worden war, also wenn man so will, vergraben war. Wir gehen ja davon aus mit Baggern oder einem mindestens. Und da ist dann, wie man hier sehen konnte, das Fahrzeug reingeschoben worden. Hier sieht man das ganz gut, als jetzt später vom Bundeskriminalamt hier ausgegraben wurde. Am Beispiel von dem Ford Probe, da sind wir schon davon ausgegangen. Also irgendwie muss das mit einer Straftat zusammenhängen. Aber Birgit Meier ist 1989 verschwunden. Das Auto ist offensichtlich ja 93 gefunden worden. Auch nach Verschwinden von Birgit Meier weit danach vergraben worden. Insofern war schon klar, irgendwie wird das mit einer Straftat zu tun haben. Dann macht uns natürlich ganz wuschig, dass der Leichenspürhund angeschlagen hat. Dann ist die Überlegung, hat das jetzt wirklich was mit Birgit zu tun? Oder geht es da um ganz anderes Tötungsdelikt möglicherweise? Es geht ja nicht darum, jetzt nur das nächste Verbrechen möglicherweise aufzuklären. Das Elend, was so eine Familie mit sich rumträgt, dahinter hängt Schicksale. Ja, dahinter hängt das Leiden des Opfers und insofern finde ich, das ist schon wichtig, dass man dann auch nachsetzt, zumal diese Anhaltspunkte ja da sind. Zur Verwunderung des Kernteams ist das geheime Zimmer noch nahezu unverändert, als Wolfgang Sielaff das erste Mal hierher kommt.
Die neuen Besitzer hatten es zwar vorübergehend als Abstellkammer benutzt, aber viele Dinge von Wiechmann sind noch da. Das ist doch Kleinkleber, ne? Oder ist das nur ein 9mm? Das ist ein Geschoss. Ich habe mich gewundert, dass da ein Geschoss liegt. Ja, das haben wir gefunden, wo, oder? Wo haben Sie das gefunden? So, das lag hier schon, hier oben drauf. Ach so, guck an. Wir hatten hier in dieser Ecke gefunden eine große Anzahl von Videokassetten. Es waren ungefähr, ich schätze mal, 70, 75 Stück. Und die meisten waren Kassetten mit Pornos. Das konnte man schon so an einem Aufdruck erkennen. Und dann kam die große Überraschung, dass hier eben Kassetten zu finden waren mit Aufzeichnungen von XY-Sendungen, ungelöst. Und zwar einerseits über den Fall meiner Schwester, andererseits über die Göhrde-Morde. Wir wissen ja auch, dass er, Stichwort der Narzisst, gerne Sachen aufbewahrte, die etwas zu tun hatten mit seinen möglichen Taten. Also früher hat die Kriminalpolizei bei ihm auch gefunden, Zeitungsausschnitte über Taten, die er selbst begangen hat, die auch aktenkundig geworden sind. Und so gibt es eben auch 20 Jahre nach den damaligen Durchsuchungen wieder Videokassetten. Auch die Geheimverstecke gibt es noch. Hier hatte die Polizei damals die Kleinkaliberwaffen gefunden. Seine Frau hat behauptet, dass sie hier nie drin war, weil er ihr das verboten hat und sie hat ihm gehorcht. Alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass er tatsächlich hier ein Reich hatte, in dem wahrscheinlich schwerste Verbrechen geplant wurden. Ob hier auch welche verübt wurden, wissen wir nicht. Ja, für mich kristallisiert sich da ein Mensch heraus, der nicht nur zwei Gesichter hatte. Möglicherweise hatte er sogar mehrere. Einmal war es der Sunny Boy, sag ich mal, der immer schnieke im Zeug, gut frisiert und so weiter durch die Gegend ging, der auch Schlacht sozusagen bei Frauen hatte. Und auf der anderen Seite eben dieser dunkle Typ, der offenbar auf Menschenjacht auch war, der offenbar auch nachts unterwegs war. Demzufolge hatte er beispielsweise in seinem Auto einen Schlafsack, hatte was zu essen und zu trinken dabei und hatte Kartenmaterial, das darauf hindeutete, dass er also nicht nur hier in der Region in Gange war, sondern auch wahrscheinlich in anderen Teilen Deutschlands. Wir haben davon gesprochen, dass er enorme Kilometerleistung mit diversen Autos gemacht hat. Da wird man sicherlich noch einiges zusammentragen. Wir haben auch wieder festgestellt, dass es immer noch Personen gibt, die auch einiges über ihn doch wissen. Ja, das müsste man alles mal zusammentragen und dann abgleichen, welche Straftaten haben wir eigentlich in der Region. Und dann, das ist dann eine persönliche Vermutung, denke ich schon, dass man dann auch sich um schwerste Straftaten, um Mord und Sexualdelikte kümmern muss. Das Kernteam nimmt sich die ungeklärten Tötungsdelikte in der Region Lüneburg vor. Besonders interessant scheint ein Mord von 1968 an der jungen Mutter Ilse Gerkens. Anwalt Gerhard Strate lässt sich von der Tochter der Ermordeten ein Mandat erteilen. Denn es gibt eine Spur zu Wiechmann. Genau 2 Jahre, nachdem ihre Mutter ermordet worden war, fand bei ihm eine Durchsuchung statt. Und diese Durchsuchung förderte zutage ein Sammelheft, was er fein säuberlich angelegt hatte, mit Zeitungsausschnitten. Und zwar mindestens 7 oder 8 Blätter, nur mit Zeitungsausschnitten, die den Tod ihrer Mutter betrafen. Die hatte er ausgeschnitten und bei sich eingeheftet, eingeklebt. Also deshalb bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er der Mörder ihrer Mutter ist. Die verzweifelte Tochter hatte Mitte der 90er eine Belohnung von 50.000 D-Mark ausgesetzt. Das Fernsehen berichtete damals über das Verbrechen. Am 11. April 1968, einem Gründonnerstag, radelte die Hausfrau Ilse Gerkens frühmorgens durch den Wald von Deutsch-Evern nach Lüneburg. Sie wollte Ostergeschenke besorgen. Von dieser Fahrt kam sie nicht mehr zurück. Mit solch einem Kleinkalibergewehr hatte der Mörder die Frau durch den Rücken ins Herz getroffen. Sie fiel von ihrem Rad und starb wenig später an inneren Verblutungen. Bis heute sind weder Täter noch Motiv bekannt. Anke Gerkens war 11 Jahre alt, als ihre Mutter auf diesem Weg erschossen wurde. Sie ist als Kind noch mehrfach am Tatort vorbeigegangen. Man konnte die Kreidezeichen der Polizei sehen und daran sehen, in welcher Richtung sie lag und dass sie umgedreht sein muss,
sind eben die Schüsse in den Rücken und das Fahrrad in Richtung Lüneburg, also dem Weg entlang wieder und nicht irgendwie nach Hause. Sie muss die Gefahr und die Bedrohung mitbekommen haben und hat versucht zu flüchten, eben zu fliehen. Ein Zeuge, der mit seinem Rad Richtung Lüneburg fährt, begegnet Ilse Gerkens nur 250 Meter vom späteren Tatort entfernt. Zur selben Zeit sind Bundeswehrsoldaten im Gelände unterwegs. Sie schießen mit Platzpatronen. Kurz hinter der Krümmung des Weges muss Ilse Gerkens dann auf den Mörder getroffen sein. Die Tatzeit kann die Polizei auf 5 bis 10 Minuten nach 10 eingrenzen. Um 21:45 kommt ein Student mit seinem Fahrrad vorbei und findet die Schwerverletzte am Boden. Er glaubt an einen Herzinfarkt und wendet, um Hilfe zu holen. Um 21:20 kommen die Soldaten am Tatort an. Die Ermittler finden, im Abstand von 17, 5 und 3 Metern zur Leiche, Patronenhülsen. Der Täter muss noch schießend hinter Ilse Gerkens hergelaufen sein. An einem Baum in der Nähe stellen sie ein Blechschild mit 2 Einschüssen sicher. Die Projektile stimmen mit der Tatmunition überein. Hat der Täter hier vorher geübt? Außerdem finden sie in einem Mülleimer am Tatort einen weiteren Einschuss und ein Projektil. Die Polizei verfolgt über 200 Spuren, aber ohne Erfolg. In der Akte zum Fall Gerkens taucht auch der Name Kurt Werner Wichmann auf. Doch die dazugehörigen Unterlagen sind laut Staatsanwaltschaft verschwunden. Der Tatort liegt ganz in der Nähe der Bahnlinie. Wichmann war damals 19. Er hatte eine Vorliebe für Kleinkalibergewehre. Das könnte zu der Beobachtung eines Gleisarbeiters passen. Der hatte hier kurz nach dem Mord 3 Jugendliche gesehen, wie er einer NDR-Reporterin berichtet. Also die kam auch hastig angelaufen, sehr hastig. Und auffallend war dieser größere Jugendliche oder junge Mann, dass der unter seinem Parker, also praktisch den Arm so angepasst, als wenn er da was verbirgt. Vielleicht die Tatwaffe? Ich habe so den Eindruck, dass man dieser Aussage nicht genug nachgegangen ist. Selbst wenn diese 3 nichts damit wirklich zu tun haben, sie wären aber auch ganz wichtige Zeugen gewesen. Die hätten ja auch was mitbekommen können. Und die waren ja auch nicht gerade eben erst da, sondern die waren vielleicht auch vorher schon da. Anke Gerkens hofft, dass durch die Arbeit des Kernteams vielleicht doch noch Bewegung in den Fall kommt. Der Mord hat den kleinen Ort Deutsch-Ewan erschüttert und die Familie von Ilse Gerkens zerrissen. Für alle war es so, dass es einfach der reine Schock ist. Und man hat versucht, damit umzugehen, indem man es irgendwie weitermachen. Aber alle Familienbande und so sind eigentlich von Grund auf zerstört. Die jahrelange Ungewissheit ist für die Angehörigen das Schlimmste. Im Fall Birgit Meier ist auch 26 Jahre nach dem Verschwinden alles offen. Wolfgang Sielaff ist sich mittlerweile sehr sicher, dass seine Schwester in der Gewalt von Kurt Werner Wichmann war. Einen Beweis gibt es noch immer nicht. Ich bin zwar sehr fantasiebegabt, aber ich versuche immer zu verdrängen, was mit meiner Schwester passiert ist. Ich ertappe mich ja bei dem Gedanken, will ich das überhaupt wissen? So, ich kann mir das vorstellen, was passiert sein könnte, aber da versuche ich dann auch, die Bilder, die man dann im Kopf hat, möglichst zu verdrängen. Ein Fall voller Rätsel und kalter Spuren. Wer tötete im Sommer 89 2 Paare in der Göhrde? Und was geschah mit Birgit Meier? Welche Geheimnisse nahm Kurt Werner Wichmann mit ins Grab? Bereits 2003 hat Wolfgang Sielaff sein Kernteam gegründet. All seine Versuche, die Lüneburger zu neuen Ermittlungen zu bewegen, scheitern. Bis ein neuer Polizeipräsident ins Amt kommt. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mit Wolfgang Sielaff in der ersten Dekade dieses Jahrtausends schon einmal Kontakt in Sachen Birgit Meier. Wir haben uns getroffen, haben darüber gesprochen. Und als ich nach Lüneburg kam und hier Polizeipräsident wurde, wurde er vorstellig und hat dann tatsächlich einige Aspekte auch dieses Falles Birgit Meier uns eröffnet, wo ich gesagt habe, das lohnt sich auf jeden Fall, da noch mal hinzugucken.
Der Polizeipräsident beauftragt einen Mann mit der Leitung der Ermittlungen, der als erfahrener Kriminalist gilt. Er kommt nicht aus dem Lüneburger Ermittlerkreis und ist somit unvoreingenommen. Richard Kaufmann ist Mordkommissionsleiter aus Rothenburg an der Wümme. Im September 2015 soll er in Lüneburg zusammen mit zwei Kollegen Büroräume beziehen und den Fall Birgit Meier gründlich aufarbeiten. Den Namen der neuen Ermittlungsgruppe hat sich Polizeipräsident Kruse ausgedacht. Sie heißt Iterum. Das ist das lateinische Wort für wieder oder noch einmal. Die EG Iterum soll also noch einmal versuchen, den Fall zu klären und Birgit Meier zu finden. Wolfgang Sielaff hat eines seiner Ziele erreicht. Die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte 1993 alle Asservate vernichten lassen. Die Videokassetten in den Kartons hat Wolfgang Sielaff der Polizei zur Verfügung gestellt. Er hatte sie mit Erlaubnis des neuen Hausbesitzers aus dem geheimen Zimmer mitgenommen. Und es gibt natürlich Akten. Aber die sind nicht vollständig. Unangenehm für Kollegen von früher wird man natürlich auch nicht nur das Positive, sondern auch das Negative oder das Nicht-Getane aufeinander abwiegen. Ne? Was wurde gemacht, was wurde gut gemacht, was wurde nicht gemacht. Es war auch so, dass bei der Staatsanwaltschaft, die die Akten hätte führen sollen bzw. asservieren sollen, da ein Wasserschaden war, sodass also, was man sich durch diesen Wasserschaden auch da Teile der Akte bereits vernichtet wurden, sodass uns die natürlich auch im Endeffekt beim Zusammenführen der einzelnen Puzzleteile in diesem Fall gefehlt haben. Die Ermittler beleuchten Wichmanns Vergangenheit. Sie befragen ehemalige Klassenkameraden und sprechen auch mit einem der ersten Opfer. Der damals 14-jährige Wichmann war bei der Frau eingebrochen und hatte sie gewürgt. Eine Zeugenbefragung nach über 50 Jahren. Schönen guten Tag. Guten Tag. Kaufmann, die Kriminalpolizei. Ja, ich bin hier, um Näheres zu erfahren über Kurt Werner Wichmann und den Vorfall von damals. Im Grunde genommen bricht er ein, geht durchs Fenster. Wo war denn das damals? In dem Haus, Wichmann. Ja. Unten, Souterrain. Das war Keller, das ist jetzt also richtig. Zwei Zimmerwohnungen nur da oben. Ja, ja, damals waren nur zwei Räume. Das waren die ersten Monate. Ende November, Anfang Dezember sind wir eingezogen, 63. Und da kannten wir ihn nicht. Okay. Wir haben ihn erst zwischen Weihnachten und Neujahr oder vor Weihnachten, da kam er in den Ferien. Wir haben dann von der Mutter wohl erfahren, dass er im Heim sein soll. Ja, aber das hat er erzählt. Angeblich in Delmenhorst. Im Heim? Ja. Sehen Sie, das weiß ich noch nicht. Im Heim in Delmenhorst war er damals aufhältig. Ja. Aber warum oder so, das wurde nicht gesagt. Nein. Und plötzlich war er, wo sie wach wurden, war er an ihrem Bett gekniet und hat sie sozusagen mit beiden Händen umschlossen. Ja. Okay. Oh, wie diese schwabbligen Hände da. Ja. Und auch zugedrückt. Er hat das zugedrückt, davon bin ich ja wach geworden. Ja, und dann hat er in dem Moment, wo ich ihn angeguckt habe, hat er losgelassen. Ne? Nur wo Sie ihn angeguckt haben oder haben Sie mit ihm auch gesprochen oder haben Sie geschrien oder haben Sie... Nein, gar nichts. Ich habe ihn ja nur angeguckt. Und ich habe dann, wollte vielleicht schreien, vielleicht habe ich ein paar Töne von mir gegeben, um zu schreien. Das weiß ich eben nicht mehr. Jedenfalls ist von diesem, von dieser Unruhe, würde ich mal so sagen, ist unser Sohn wach geworden. Und dann ließ er von mir ab. Mhm. Und ging an das Kinderbett und beugte sich über das Kinderbett. Und ich raus aus dem Bett schnell. Ne? Und stand dann hinter ihm. Ich sag, hab nur gesagt, was habe ich dir getan? Was willst du von mir? Ja. So, ne? Und sei still. Und weg war er. Verschwunden war er. Dann ist er kommentarlos rausgelaufen oder gegangen? Er ist rausgelaufen. Er hatte das ja vorher alle die Kette losgemacht und ist dann abgehauen.
Auch nach so vielen Jahren, man mag es kaum glauben, können sich viele Leute an sehr, sehr viele Details erinnern. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, eben zum einen die Persönlichkeit zu durchleuchten von Kurt Werner Wichmann und seiner Motivation zu der damaligen Tat, aber auch zu anderen Taten. Also das hat schon Substanz. Während die EG Iterum im Fall Birgit Meier ermittelt, trägt Wolfgang Silafs private Soko alle verfügbaren Informationen über Wichmann in einen Zeitstrahl ein. Zwischen der Haftstrafe wegen Vergewaltigung und dem Selbstmord liegen fast 20 Jahre, die kriminalistisch unbeleuchtet sind. Deshalb vermerken sie auch die ungeklärten Mordfälle aus dem Bereich Lüneburg im Zeitstrahl. Besonders bei den Göhrde-Morden macht das Team, die Lüneburger Polizei, immer wieder auf die Verdachtsmomente gegen Kurt Werner Wichmann aufmerksam. Wenn ich das Equipment sehe, was bei Wichmann gefunden wurde, also das ist doch genau das, was man braucht, um durch die Wälder zu streifen, Paaren, Liebespaaren aufzulauern und diese Tat zu begehen. Also da mache es dann noch irgendwie auch andere Erklärungsansätze geben oder so. Aber das ist doch die zentrale Figur, die man dann sauber und ordentlich abarbeiten muss. Und der Punkt, der hat mich dann damals schon sehr gewundert. Wie gesagt, ich war auch damals im Dienst, als dann so die Botschaft war, ihr habt keine Ahnung, also mit den Göhrde-Morden hat der mit Sicherheit nichts zu tun. Und das nicht weiter zu erklären, das hat mich schon sehr gewundert. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass er 5 oder 6 Autos gehabt hat, irre Kilometerleistung an den Tag gelegt hat, dass er im Main-Neckar-Raum gelebt hat, dass auch zu dieser Zeit da Anhaltermorde passiert sind. Das fragt man sich auch selber, bist du jetzt schon selber verrückt? Fängst du an zu spinnen? Fakt ist aber, wir sind Kriminalisten und am besten kann man diese Frage beantworten, ist da was dran oder auch nicht, indem man das überprüft. Das geschieht erst 2017. Polizeipräsident Kruse richtet nach der EG Iterum eine zweite Ermittlungsgruppe ein, die EG Göhrde. 4 Kriminalisten sollen sich die beiden Doppelmorde nochmals vornehmen. Hier hat der Mörder Ingrid Warmbier und Bernd Michael Köpping getötet. Und das, während Kriminalbeamte nur 800 Meter entfernt den Fundort der ersten Leichen untersuchten. Der Täter eiskalt. Er muss sich der Polizei sehr überlegen gefühlt haben. Das ist alles Licht, das ist offen. Das ist zwar abgelegen, ja, aber auch schneller zu erreichen, ja, sag ich ja mal. Ne? Auch schneller zu sehen, wenn ich hier Aktivitäten habe. Damals fand die Polizei hier Spuren eines Kampfes oder eines Fluchtversuchs. Vielleicht waren der oder die Täter unter Druck, weil sie sich gestört fühlten. Immerhin war die Polizei an jenem 12. Juli 1989 in nur 800 Metern Entfernung gerade dabei, den Fundort der ersten Opfer zu sichern. Den Schuss, mit dem Bernd Michael Köpping getötet wurde, hat keiner der Beamten gehört. Vielleicht benutzte der Mörder einen Schalldämpfer. In beiden Fällen nahm er Trophäen mit. Ein Fernglas, einen Walkman, einen Picknickkorb, eine Handtasche und eine Polaroid-Kamera. Die Ermittler sind auf dem Weg zum Fundort der ersten Opfer. Die Stelle ist sehr abgelegen. Gut geeignet für einen Mord, aber kein Ort, an dem sich Täter und Opfer zufällig begegnen würden. Wer hierher findet, der kennt sich im Wald aus. Deswegen sind wir ja auch noch mal hier, weil ich glaube, man bekommt ein ganz anderes Gespür für das Thema. Es wird realistischer, als wenn man das nur auf einem Blatt Papier liest oder sieht. In beiden Fällen hat der Täter die Fahrzeuge seiner Opfer mitgenommen und ist damit noch tagelang gefahren. Wir glauben, dass der oder die Täter mit einem Pkw nach hier gekommen ist. Also hat er nunmehr seinen Pkw und einen zweiten Pkw, den er dann bearbeiten muss. Und wir glauben, dass nicht nur aus diesem Grunde ein zweiter Täter im Geschäft gewesen sein dürfte. Also 2 Täter. Sie haben die Autos der Opfer aus der Göhrde mitgenommen. Es gibt noch Klebefolien von den Sitzen, die jahrzehntelang nicht untersucht wurden. Ein Versäumnis. Die Ermittler der EG Iterum, die den Fall Birgit Meier bearbeiten, durchstöbern derweil die privaten Fotoalben der Familie Wichmann. Sie suchen nach Namen, Orten oder Autokennzeichen, die ihnen irgendwie weiterhelfen könnten.
Wir haben natürlich auch Sachen gemacht, die man vielleicht als Stecknadel im Heuhaufen suchen betiteln würde. Auch in diesem Zimmer, was natürlich auch vom Nachbesitzer mit Gegenständen gefüllt war. Wir haben einfach versucht, noch irgendetwas zu finden, was wir mit der Tat, mit der Frau Meier oder auch mit dem Täter in Verbindung bringen konnten. Wir haben nur diese eine Chance noch, weil alles andere ist ja nach Aktenstudium nicht mehr vorhanden, also sprich Akten und Fotos nicht mehr da. Asservate auch nicht. Also haben wir nur noch diese eine Chance und die haben wir versucht zu nutzen. Die Ermittler prüfen auch nochmal alle Dokumente in der Akte und kontrollieren, ob wirklich alle Beweismittel gegen Wichmann vernichtet wurden. Sie stoßen auf einen Vermerk. Im Keller der Rechtsmedizin Hannover schlummert ein Asservat, das der Vernichtung entgangen ist. Eine Handschelle aus Wichmanns geheimem Zimmer. Die Beamten hatten bei der Durchsuchung 1993 an ihr winzige Blutspuren festgestellt. Die Sicherung dieser Spuren hatte Dr. Rothämel schon knapp 30 Jahre zuvor gemacht. Aber ohne Ergebnis. Damals, 1993, hatten wir dort keine befriedigenden Ergebnisse mit den damaligen DNA-Analysemethoden. Das war auch schon DNA-Analyse, aber 1993, das ist eben was anderes. Auch dort geht die Technik weiter. Über 20 Jahre später haben sich die Methoden verbessert. Und wir haben dann mit diesen neuen Methoden die damalige Spur untersucht und haben tatsächlich ein eindeutiges Ergebnis hier herausbekommen können. Der Beweis. Das Blut auf der Handschelle stammt von Birgit Meier. Ich habe sofort natürlich den Dr. Rothämel angerufen und habe ihn natürlich mehr oder weniger geherzt, dass wir natürlich so einen Top-Beweis haben auffinden können. Die Polizisten beantragen einen neuen Durchsuchungsbeschluss. Sie glauben nun zu wissen, wo Birgit Meiers Leiche ist. No one knows. My shadow grows in